Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier von Franks the Tank von StreetIdols.de und Roller.com. Ja, meine Freunde, heute ist es soweit. Nach fast 4 Wochen ist der Jesko mit seiner Tochter Elena vorbeigekommen, um den guten April, ja, sag ich mal, in Empfang zu nehmen. Und ja, hallo Jesko. Hallo Frank. Und hallo Elena. Und die beiden haben gesagt, wir können darüber ein kleines Video machen. Das Ganze machen wir hier, damit ihr einfach mal seht, wer hat denn diesen Roller gewonnen. Ja, Jesko, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, das ist dein Roller. Und erzähl mal, wie bist du denn zu dem guten Stück gekommen? Wie ist das passiert? Und hast du es überhaupt glauben können, als du den Roller gewonnen hast in Twitch? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das war auch Zufall. Das war auch schon spät abends. Ja. Und dann durch Zufall habe ich da mitgemacht bei dem Spiel durch Facebook. Ich folge dem Frank schon länger. Hab da mitgemacht und irgendwann hat da wirklich mein Name gestanden, wo ich direkt 3-4 Mal drauf gucken musste. Und im Endeffekt, ja, habe ich den Roller dann gewonnen, worüber ich mich sehr freue. Okay. Bin jetzt ca. 5 Stunden näher gefahren im Stau. Hab mir ein Auto bei Six gemietet und freue mich, dass ich den Roller bekomme. Ja. Ja, ich finde es auch gut. Also am Anfang waren wir so ein bisschen skeptisch. Wir haben gedacht, boah, wer gewinnt jetzt wieder den Roller? Und du hast ja auch die Community gesehen. Ach, ja, der ist gerade neu angemeldet. Wer ist der? Und er hat sich doch gerade erst angemeldet. Aber ich sage mal so, du bist genau einer aus der Gewinnerkategorie, wo ich gedacht habe, okay, da passt der Roller auch gut hin. Ne, du selber bist, glaube ich, auch Zweirad begeistert. Ne? Natürlich. Ne? Ich bin schon immer Roller gefahren. Ich habe selber noch eine 118, 125er Wanner. Wir fahren eine Suzuki. Nebenbei noch eine KTM. Also wenn wir den Roller hier so schnell nicht bei eBay Kleinanzeigen finden. Den willst du auf gar keinen Fall bei eBay Kleinanzeigen, weil das war die zukünftige Besitzerin. Ja. Wenn sie älter ist, wird sie den Roller bekommen und wird ihn fahren. Das kriegst du auch. Und ich würde sagen, ich freue mich, auch wenn du demnächst noch zuguckst. Du bist jetzt zwar für dieses Jahr gesperrt. Ich bin gesperrt. Du bist gesperrt. Man kann nur einmal im Jahr Roller gewinnen, nächstes Jahr wieder. Aber ich hoffe, du bist trotzdem noch dabei. Ich hoffe, du wirst später auch fahren. Ja, und ja, ich würde sagen, ich will dich nicht allzu lange aufhalten. Das YouTube-Video machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Wir gehen jetzt nochmal bei Twitch kurz online live, ja, damit wohl die Community dort auch sieht, dass wir den Roller hier wirklich, dass es auch einen Gewinner gibt. Und das nächste Projekt ist ein 125er TPA, ja, die wir fertig machen und dann auch in die Community verlosen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal eben, ob er denn auch nur anspringt, weil der steht ja jetzt hier 4 Wochen. Und meistens ist das ja so, dann springen die nicht mehr vernünftig an. Wir checken das Ganze nochmal eben, ob er denn auch läuft. Das machen wir jetzt hier alles. Und ich wollte schon sagen, Hupe funktioniert, Blinker funktioniert, Freunde, aber startet dieser gute Roller auch noch. Oh. Er läuft, Freunde. So. In dem Sinne würde ich sagen, möchte ich dich gar nicht lange foltern, möchtest du noch irgendwas zu der Community sagen, weil... Folgt alle dem Frank auf Twitch, verfolgt alles, das nächste Projekt kommt, die TPH. Wunderschönes Projekt. Genau. Aber nicht nur zuschauen für Gewinnspiele, auch so mal reinschauen. Genau. Und ja, ich würde mich freuen. Ne? Garantie hast du nicht, ne? Ah. nicht, dass er gleich auseinanderfällt, wenn er zu Hause explodiert. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ne? Alles klar. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal bei live. Dir auch viel Spaß. Wenn du größer bist, ich bin mal gespannt, ob du den Roller dann wirklich fährst. Da kannst du mich ja ein paar Jahre nochmal anschreiben. Und dann werde ich sagen, wow. Der Mensch hat echt sein Wort gehalten und die Tochter fährt den Roller. In dem Sinne, meine Freunde, wir gehen jetzt bei Twitch. Ich bedanke mich, dass ihr alle so das Ganze supportet habt, das Gewinnspiel. Und wir haben ja versprochen, dass wir auch danach direkt den nächsten Roller rausschieben. Und das passiert. Verfolgt uns einfach auf Twitch, StreetIdols.de. Macht's gut und wir sind raus. Ciao. Tschüss.